Okan Aydin, der Mann der Stunde. Gegen Kapfenberg trifft er per Freistoß und gegen Lafnitz macht er es gleich noch einmal. Ich freue mich, dass die Freistöße reingehen und dass ich der Mannschaft damit helfen kann. Ich denke auch, dass es eine Stärke von mir ist und ich hoffe, es kommen noch einige dazu. Ebenso glänzt Okan als Vorbereiter zum 2:1 Siegestreffer durch Oliver Markutz. Es klappt vielleicht von 5-mal, vielleicht einmal. Und heute war der Tag, wo es einfach perfekt geklappt hat. Dabei kam perfekt ein Lauf, glaube ich, von Olli. Und dann ist der Ball auch zum Glück reingegangen. Einen Lattentreffer gab es auch noch. Also man sieht, Okan Aydin ist froh, dass die Zeit des Lockdowns und des Heimtrainings vorbei ist. Also ich bin halt kein Läufer, der nur Fitness macht, sondern ich brauche einen Ball am Fuß. Deswegen war ich überglücklich, dass wir auch weiterspielen. Die Geisterspiele laufen ganz im Sinne der Austria. Jetzt heißt es weiter dranbleiben. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Solange noch eine realistische Chance besteht, da oben zu bleiben und anzugreifen, machen wir immer mehr Druck und immer weiter Druck auf Ried. So, letzte Woche verloren, jetzt haben wir es auf 5 Punkte verkürzt. So, und es sind noch 8 Spiele. Es sind noch 24 Punkte zu holen, also da ist noch alles möglich.